Willkommen zurück hier am Samstag. Das ist das zweite Video, zweiter Teil zu dem Video am Donnerstag. Da haben wir über Bedürftigkeit gesprochen. Heute wollen wir über Angst vor Frauen sprechen. Das hat auch noch mit Bedürftigkeit zu tun. Und im zweiten Teil des Videos verrate ich dir, wie du deine Angst vor Frauen dauerhaft loswerden kannst. Wenn du es noch nicht gesehen hast, beim letzten Video, ich habe ein kleines PDF-E-Book fertig gemacht, ein kleines PDF-Dokument mit den drei besten Tipps gegen Bedürftigkeit. Das kannst du dir hier im ersten Link in der Beschreibung gratis runterladen. Jetzt starten wir los ins Video und gucken uns zum allererst einmal an, warum hast du denn Angst vor Frauen oder wo kommt Angst vor Frauen generell überhaupt her? Wir haben es im letzten Video schon angeschnitten, deswegen will ich hier nochmal drauf eingehen, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Angst vor Frauen kommt immer ausgrund deiner eigenen Bedürftigkeit Frauen gegenüber. So, und Bedürftigkeit, das haben wir im letzten Video schon mal definiert, heißt halt einfach, dass du mehr investiert in die Meinung von anderen Menschen in dich bist, als du in deine eigene Meinung von dir investiert bist. Also deine Meinung von dir ist dir nicht so wichtig wie die Meinung von anderen Menschen von dir. Das kannst du mal in einem ganz einfachen Beispiel überprüfen. Nehmen wir mal an, du hast Angst, eine Frau anzusprechen. Na, wir nennen das ja auch Ansprechangst. In dem Fall hast du wahrscheinlich Angst, dass sie dich ablehnt oder dass sie negativ reagiert. Oder dass sie blöd findet, was du machst. Oder dass andere Leute sehen, was du machst und dich verurteilen. Das heißt, in diesem Moment ist dir das wichtiger als deine eigene Meinung von dir. Du würdest lieber diese Frau nicht ansprechen, ja, und dir dann selbst sagen müssen, hey, ich habe mich nicht getraut, ich habe nicht mutig gelebt, ich habe diese Chance nicht genutzt. Ja. Deine eigene Meinung von dir ist dir nicht so wichtig, das zu dir sagen zu müssen, das ist dir nicht so wichtig. Hauptsache, die Meinung von anderen Leuten über dich ist einigermaßen gut oder nicht besonders schlecht. Und das ist so ein ganz typisches Bild von vielen Männern, die sich schwer mit Frauen tun. Die sind einfach nicht bereit, und das wirst du im E-Book auch nochmal lesen, die sind nicht bereit zu polarisieren. Also du bist nicht bereit, Menschen durch dich und deine Persönlichkeit entweder auf die Seite, ich mag diesen Typen, oder ich mag diesen Typen überhaupt nicht zu bringen. Ja, viele Männer gehen dann lieber für diesen Mittelweg, so dass alle sie so ganz in Ordnung finden. Da kommt aber nicht viel bei rum. Ich habe zum Beispiel selbst einen Bekannten, der, das ist so, ja, wir mögen den alle so, das ist okay, wenn er da ist, aber es stört halt auch niemanden, wenn er nicht da ist. Also es würde nicht besonders auffallen. Und das liegt einfach daran, dass er seine Persönlichkeit so überhaupt gar nicht ausdrückt, einfach um mit niemandem anzuecken. Diese Vorgehensweise pflastert nicht den Weg zu einem guten und wirklich tollen Leben als Mann, sondern zu einem eher mittelmäßigen oder schlechten Leben. Also das ist eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst, wenn du dich und deine Persönlichkeit zurückhältst, damit du es anderen Leuten recht machst. Und weil du denkst, dass die Meinung von anderen Leuten über dich wichtiger wäre als deine eigene, bist du bedürftig und hast deswegen Angst, weil dir einfach die Meinung der anderen Leute wichtiger ist. Wäre dir deine eigene Meinung wichtiger, bräuchtest du keine Angst zu haben, dann wäre das Einzige, wovor du Angst haben solltest, dass deine Meinung über dich schlecht ist. Und das ist halt wirklich das, vor dem du Angst haben solltest, dass deine Meinung über dich schlecht ist, nicht die Meinung von irgendwelchen anderen zufälligen Leuten, irgendwelchen Frauen, die du auf der Straße angesprochen hast, die du aber gar nicht kennst. Du lebst mit dir selbst, deine eigene Meinung von dir sollte dir am wichtigsten sein, denn darauf baut ja alles andere auf. Diese anderen Leute, am Ende des Tages interessieren die sich auch nicht für dich. Die interessieren sich halt für ihr eigenes Leben. Jeder interessiert sich erstmal für sich selbst. Das heißt, du musst dich um dich selbst kümmern, sonst macht das nämlich keiner. Deine eigene Meinung sollte dir wichtiger sein, denn wenn du dich mit dir selbst wohlfühlst, ja, weil du dir selbst sagen kannst, hey, ich habe eine gute Meinung über mich, dann ist es mit den Frauen oder in jedem anderen Lebensgebiet auch automatisch viel einfacher. Da kommt also die Angst vor Frauen her, in übrigens sämtlicher Form, auch wenn du zum Beispiel Angst hast, die Frau zu küssen oder Angst hast, mit der Frau den nächsten Schritt zu gehen, also sexueller zu werden, sie zu berühren. Und das gibt ja ganz viele Männer. Wenn du davor Angst hast, dann liegt es eben auch daran, dass du Angst hast, was sie danach von dir denken könnte. Nachher denkt sie, du bist so einer von diesen Männern, der nur Sex will. Oder sie denkt, keine Ahnung, was du dir denkst, was sie dann denken könnte. Aber du denkst dir halt irgendwas Negatives oder denkst, oh nein, wenn das nicht klappt, dann stehe ich blöd da. Wie denkt sie dann über mich? Ja, du machst dir keine Sorgen darum, was du von dir denken könntest, sondern nur, was die andere Person von dir denkt. Und jetzt wollen wir mal dazu kommen, wie du diese Angst auf Dauer loswerden kannst. Und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die die Leute nutzen. Leider gibt es nur eine, die meiner Meinung nach wirklich funktioniert.
Viele Leute setzen sich dann hin und überlegen sich zum Beispiel logisch, hey, macht diese Angst überhaupt Sinn? Warum ist diese Angst da? Will ich diese Angst noch länger haben? Und versuchen das Ganze logisch wegzumachen, ja? Versuchen logisch an die Sache heranzugehen. Leider ist das keine Sache, die man logisch angehen kann, sondern eine Sache, die man mit Handlungen angehen muss. Wenn du jetzt zum Psychotherapeuten gehst und du hast Angst, dann macht er mit dir eine systematische Desensibilisierung. In einer systematischen Desensibilisierung wirst du immer wieder mal dem Reiz ausgesetzt, der dir Angst macht, bis du merkst, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und das ist tatsächlich auch die einzige Lösung, um wirklich deine Angst vor Frauen ordentlich loszuwerden. Nämlich indem du dich in diese Situationen begibst, die dir Angst machen und sie einfach mal erlebst. Deswegen ist es ja auch so schlimm, wenn Männer immer nur vor Videos schauen, sich immer nur Videos angucken und dann nie in Handlung kommen. Deswegen nehme ich die Männer mit an die Hand und gehe mit denen zum Beispiel in Coachings, oder die Männer machen halt alleine Action. Das ist ganz wichtig, denn du musst verstehen, die Angst ist deswegen da, weil du dir in deinem Kopf denkst du dir, oh mein Gott, das ist alles das Schlimme, was passieren könnte. Du malst dir ein riesiges Horrorszenario aus und denkst dir, dieses Horrorszenario wird passieren, wenn die Frau mich ablehnt. So werde ich mich fühlen, das werden die Leute von mir denken, oh Gott, ein Horrorszenario. Das wird passieren, wenn ich die Frau versuche zu küssen, ein Horrorszenario. Ja? Du hast also Angst vor diesen Konsequenzen. Aber wenn du dich der Sache jetzt stellst, wenn du jetzt Frauen ansprichst regelmäßig und auch mal abgelehnt wirst, wenn du jetzt Frauen versuchst zu küssen und es auch mal nicht klappt, dann kannst du mal wirklich live erfahren, was das bedeutet. Und was das in den meisten Fällen bedeutet, ist, dass sich das für einen Moment unangenehm anfühlt und dann auch wieder vorbei ist. So ist das mit negativen Emotionen und die meisten Leute rennen von negativen Emotionen weg und wollen die nicht spüren. Aber der Witz an negativen Emotionen ist, meistens sind sie nicht wirklich lange da und halten keine 2-3 Minuten. Ja, Es gibt so einen Spruch, so die erste halbe Minute bist du halt wirklich wütend und danach entscheidest du dich dafür, weiterhin wütend zu sein. Und so könnte man das tatsächlich auslegen. Also du fürchtest dich wahrscheinlich vor diesen Emotionen, vor diesen negativen Konsequenzen. Also du fürchtest dich vor den negativen Konsequenzen, dass die Frau irgendwie sauer wird oder dass sie dich ablehnt. Aber wovor du dich eigentlich fürchtest, ist das, was macht das in mir? Wie fühle ich mich dann? Erkenne einfach, dass Emotionen kurzlebig sind. Ja, wenn eine Frau mich ablehnt, dann stehe ich halt auf der Straße und dann lasse ich das kurz in mich sacken, nehme das kurz wahr, wie sich das anfühlt, fühlt sich vielleicht gerade nicht gut an, ne? Und dann nach einer Minute ist es auch wieder vorbei und ich kann die nächste Frau ansprechen gehen. Das heißt, wenn du diese Angst vor Frauen loswerden willst, dann wird dir keine Meditationsschule, kein Online-Kurs, zumindest nicht nur ein Online-Kurs, kein mit Frauen über Tinder schreiben, kein dir mal logisch überlegen, ob du die Angst noch haben willst, wird dir helfen. Ängste besiegt man, indem man sich ihnen stellt. Und das ist halt die Stelle, an der du raus musst, an der du losziehen musst und anfangen musst, Frauen anzusprechen, wenn das ist, wovor du dich fürchtest. Deswegen meine Aufgabe an dich. Du schaust dieses Video am Samstag. Am Montag ist deine Aufgabe, rauszugehen und eine Frau am Tag anzusprechen. Für manche Leute ist das einfach, weil die das schon gemacht haben, aber viele da draußen haben das noch nie gemacht und deswegen deine Aufgabe, wenn du jetzt dieses Video bis hierhin geschaut hast, sprich eine Frau an am Montag, schreib mir in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Wenn du es hinkriegst, großartig, wenn nicht, probier es nochmal, stell dich deinen Ängsten, nur so kannst du sie loswerden. Und das Tolle ist, wenn du dich deinen Ängsten stellst und sie loswirst, dann wirst du dich freier fühlen, du wirst dich besser fühlen, du wirst das Gefühl haben, hey, ich habe das Leben im Griff, nicht das Leben hat mich im Griff, nicht mein Kopf hat mich im Griff, sondern ich habe meinen Kopf im Griff. Also du kannst damit mehr Freiheit entwickeln, du wirst damit zu einem freieren Mann und wirst dich besser fühlen. Ja, indem du dich ab und zu mal schlecht fühlst, indem du ab und zu mal durch diese negativen Emotionen durchgehst, Ablehnung und so weiter, wirst du dich auf Dauer viel besser fühlen. Schön, dass du da warst hier am Samstag. Bam, neben mir kannst du dich schnell abonnieren, unter mir kannst du dir 3 Tipps gegen Bedürftigkeit, das E-Book runterladen und rechts in der Ecke geht es zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video hier gefallen hat, das habe ich speziell für dich ausgewählt. Schau es dir an. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.